Freundinnen und Freunde, wir stehen hier heute nicht, weil wir die Medikamentenfrage stellen oder irgendeine andere Einzelfrage. Wir stehen hier heute, weil wir die Systemfrage stellen, weil so nicht mehr weitergehen darf, weil wir satt haben, wie mit den Tieren, mit den Menschen und der Umwelt umgegangen wird. Das deutsche Tierschutzgesetz ist grausam. Es lässt Qual an Millionen von Tieren zu. Schnäbel werden gekürzt, Ferkel werden unbetäubt kastriert, Schwänze gekniffen, Fußballengeschwüre, Krankheiten, alles ist die Regel in diesen Intensivtierhaltungen. Und wer das noch nicht verstanden hat, dass es dann nichts nützt, einen Punkt zu ändern, die Ferkelkastration zwar verbieten zu wollen als unbetäubte Kastration, aber noch bis 2017 doch zuzulassen. Oder Legehennen zwar aus den Käfigen rausholen zu wollen, aber bis 2035 dürfen die Menschen noch weiter mit dem Leid der Tiere Geld verdienen, die Agrarindustrie. Das ist keine Novellierung des Tierschutzgesetzes. Jetzt müssen wir rangehen an den Systemwechsel. Wir stehen hier gemeinsam, weil wir der Überzeugung sind, dass die, die Tierschutz rückwärts denken, damit politisch nicht mehr vorwärts kommen dürfen. Dafür stehen wir heute. Mit uns geht es vorwärts. Uns geht es vorwärts für die Tiere, für den Menschen, für die Umwelt. Dafür stehen wir hier. Und Frau Aigner, ein Wort noch dazu. Wir haben es satt, ist unser Motto. Aber glauben Sie doch nicht, dass wir übersehen, dass andere Menschen hungern, uns dafür zu diffamieren, weil das Motto ihnen eine Chance bietet, wieder Nebelbomben zu werfen, Demonstranten zu diffamieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Auch das haben wir satt, Frau Aigner und Frau Merkel. Staat, wir machen weiter. Vielen Dank. Wir müssen, dass wir das Fleisch exportieren können. Das habe ich so satt. Und ich habe es... Und ich habe es so satt, dass immer mehr Pestizide eingesetzt werden und dass immer mehr Düngemittel in unsere Flüsse und Meere landen, dass unser Trinkwasser verschmutzt wird und dass die Landwirtschaft der Hauptverursacher des Artensterbens ist. Und das Zynische dabei ist doch, dass wir alle, wir Verbraucher, wir Steuerzahler, die ganze Gesellschaft zahlt den doppelten und dreifachen Preis dafür. Nicht nur für die angeblich so billigen Produkte. Doppelt und dreifach über die Agrarsubventionen in Brüssel und über die Folgewirkungen einer geschädigten Umwelt und Landwirtschaft und Natur. Frau Aigner hat scheinbar erkannt, dass wir Recht haben, dass öffentliches Geld nur noch gegen gesellschaftliche Leistungen gezahlt werden muss. Das behauptet sie zumindest. Doch was heißt das, frage ich. Was heißt denn das? Dass alle Landwirte oder auch die, die so tun, als wären sie Landwirte, aber nur Mais anbauen für die Biogasanlagen, dass das eine Leistung sein soll für die Gesellschaft? Das kann doch nicht wahr sein. Das Geld soll weiter mit der Gießkanne ausgeteilt werden. Es muss aber Schluss sein, dieses Gießkannenprinzip grün zu waschen, was in diesen Tagen passiert ist, in den ersten drei Tagen jetzt hier vor der Grünen Woche, mit dieser Schönfärberei und der Kosmetik, die eigentlich nur kaschieren soll, dass sich im Kern für niemanden etwas ändert. Das frappierendste Beispiel finde ich derzeit die Diskussion um den Flächenverbrauch. Natürlich bin ich auch gegen die Betonierung der Flächen. Natürlich bin ich traurig über jeden Acker, der verloren geht. Das sind wir doch alle, liebe Freundinnen und Freunde. Aber der eigentliche Flächenverbrauch, der derzeit stattfindet, das ist doch die Vermeisung unserer Landschaft. Die will keiner. Frau Aigner. Und auch alle Landesagrarminister, einige haben sich ja schon davon gelöst. Sie müssen sich lösen von den Kräften, die uns weismachen wollen, dass man nur mit Agrarchemie, Antibiotika und Gentechnik, industrielle Produktion die Welt ernähren kann. Das ist eine der größten Lügen unserer Zeit, liebe Freundinnen und Freunde. Eine Landwirtschaft, die
darauf basiert, die natürlichen Ressourcen unwiederbringlich zu verbrauchen und zu zerstören und die Bäuerinnen und Bauern in Abhängigkeiten zu bringen, ist keine Lösung zur Ernährung der Welt, sondern schlicht und ergreifend eine Sackgasse. Das wissen wir alle. Die Menschen erwarten etwas ganz anderes. Sie wollen gesunde Lebensmittel, sauberes Trinkwasser, mehr Klimaschutz und den Erhalt der Artenvielfalt und keine Massentierhaltung. Sie fordern den Systemwechsel. Wir fordern den Systemwechsel. Und genau das bietet der ökologische Landbau. Bereits seit Jahrzehnten sind engagierte Landwirte angetreten, um eine bessere Landwirtschaft zu betreiben. Respekt vor dem Tier, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und gesunde Nahrung, das waren und das sind unsere Ziele. Der Ökolandbau bietet das Systemmodell, das Zukunftsmodell unserer Landwirtschaft. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wissen das und auch der Rat für nachhaltige Entwicklung weiß das. Er empfiehlt der Bundesregierung sogar, den Ökolandbau weit auszubedienen aus 20%. Und in so einer Zeit haben wir ein Bundesland, das Land Schleswig-Holstein, das die Ökolandbauförderung streicht. Ein Land, das die Ökolandbauförderung streicht, zeigt die Landesregierung dem Ökolandbau die rote Karte, der Ministerpräsident dem Ökogedöns und anstatt dem Ökolandbau fordern sie Güllebehälter. Das kann es nicht sein, das können und wollen und dürfen wir uns nicht gefallen lassen. So eine Regierung gehört vom Platz gestellt und das ist unser Appell an die Menschen in Schleswig-Holstein. Am 6. Mai haben sie die Wahl. Und ich denke, da drücken wir unseren Kolleginnen und Kollegen und den Bauern in Schleswig-Holstein die Daumen, dass sich hier was ändert. Wir haben alles andere als satt. Wir werden den Weg einer ökologischen Landwirtschaft konsequent weitergehen und weiterentwickeln, dass wir auch noch in 100 Jahren und mehr unseren Kindern und Kindeskindern eine gesunde Natur, eine Landwirtschaft und gesunde Lebensmittel hinterlassen können. Und ich bedanke mich, dass so viel für den Systemwechsel, für eine neue Landwirtschaft kämpfen. Und das brauchen wir auch noch viele, viele Jahre. Wir brauchen viele Menschen, die mit uns streiten. Und dafür danke ich euch allen und viel Erfolg.